Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, was auch gleichzeitig das erste Video in deutscher Sprache auf meinem Kanal ist. Hallo und herzlich willkommen zum Vlogcember, den 6. Wir haben heute den 6. Dezember, den 6. Vlogcember. Ich bin wieder super erfreut, euch zu sehen. Taugt mal wieder ein Video zu starten. Heute, wie gesagt, 6. Dezember. Viele wissen das, die aus Deutschland und Österreich kommen. 6. Dezember ist der Nikolaus. Und zwar meine Schwester ist Kindergärtnerin in einem Kindergarten in Wien und hat mich gebeten, dort den Nikolaus zu spielen. Und natürlich machen wir das und natürlich verkleide ich mich da als Nikolaus. Es ist super, super früh. Ich bin super, super müde heute. Aktuell 5.30 Uhr. Extrem früh. Ich bin noch ein bisschen müde, ein bisschen verschlafen. Werde mich jetzt mal anziehen, werde mich fertig machen und werde zu meiner Schwester fahren. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich filmen kann. Ich werde die kleinen Kinder natürlich nicht filmen, die kleinen Kiddies. Und wünsche euch viel Spaß beim Vlog. Habe keine Ahnung, wie viel Montagen heute noch kommen oder generell wie viel kommt. Das ist ganz ungewohnt für mich, alles in Deutsch zu machen. Bitte gebt mal Feedback, ob ich das taugt, Videos auf Deutsch oder ob ich wieder auf Englisch switchen soll. Und bitte verzeiht meinen kleinen Wiener Akzent. Ich versuche natürlich ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Aber ja, ein bisschen kommt das Österreichische natürlich durch. Also, genießt den Vlog, Leute, und wir sehen uns später. Schaut, Leute, draußen ist noch ganz finster. Ganz dunkel, dunkel, dunkel. Ja, super müde. Aber auch wenn das jetzt im Intro nicht so rübergekommen ist, ich freue mich sehr. Habe ich noch nie gemacht. Und Kinder habe ich gern. Also ein bisschen Kiddies zum Lachen bringen ist gut. Das sind viele Karo-Punkte, die ich da heute sammle. Karo-Punkte, yay! Auch der Nikolaus braucht ein Frühstück, ne? Ich bin nervös, bin ich schon, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich genau mache als Nikolaus, aber das machen wir schon. So geht's dir, oder? Ja, das ist gut. Was ist von einem Ding, oder? Nein, das sind meine. Achso. Ding, den Zeitdruck, oder was? Ja. Das ist super. So, Leute, ist jetzt ernst. Nikolaus is coming. Schaut euch mal einen anderen Sessel an. XXL-Sessel. Stuhl für die Deutschen. Jetzt hast du die Perücke und dann sind wir ready. Easy. Geht das so? Ja, das ist Alter. Das ist Stress. Was mache ich damit? Aufsetzen. Ja, wie? Das weiß ich selber nicht. Ja, schön. Ja, dann Schuhe anziehen oder nicht? Nein, muss im Bauch gehen. So, was? Warte, mach ein Foto. Das war's jetzt schon? Ja. Wow. Easy, Bruder. So, ja. Leute, ich bin wieder zurück vom Kindergarten. Mein Auftrag ist erledigt. Ich war Nikolaus, hatte 70 Kinder um mich und habe das, glaube ich, bravourös gemeistert. Es war sehr schön, also ich war super schön. Kann ich nur empfehlen, wenn jemand mal die Möglichkeit hat, sich als Nikolaus zu verkleiden und Kinder zum Lachen zu bringen. Wunder
schönes Gefühl. Ich habe sogar Geschenke bekommen von den Kindern. Sie dachten wirklich, ich bin der Nikolaus. Also sehr, sehr gute Schauspielkünste hat hier euer Boy am Start. Ich möchte mal ganz kurz zeigen, was ich so für Presents bekommen habe. Super, super süß. Ich kann es nur wiederholen. Schau mal Leute, ein Mädchen hat mir sogar ein kleines Heft gemalt, was super süß ist. Und zwar sieht man hier, steht hier Geschichte. Und das ist auch hier schön zusammengetackert. Das ist hier quasi so ein kleines Heftchen mit Zeichnungen, Schlumpfi, hier nochmal Schlumpfi, noch eine Zeichnung, hier diese Zeichnung. Hier habe ich einige Nikolaus-Zeichnungen bekommen. Nicolo, sehr, sehr süß. Hier auch Nicolo. Wie genau heißen diese Dinger, weiß ich nicht. Ich glaube, so ähnliches wie Bügelperlen oder Bügelperlen. Zumindest ist es der Ausdruck, den ich kenne. Und so habe ich von einem Mädel auch noch bekommen, einen Panda-Bär, selbst gebastelt, so als, ja, Bügelbär, Bügelperle, Bügelbär, sage ich schon, Bügelperle-Dings. Ein Buch bekommen, wo Infos von den Kiddies draufgestanden sind, wer brav war, wer nicht brav war, wie die alle heißen. Also das war super, super serious, die ganze Geschichte. Und ich war auch nervös, weil ich natürlich den Schein wahren wollte und die Kiddies glauben natürlich zu 100% an Nikolaus. Das ist halt real. Für die ist das real shit, dass der dann kommt am 6. Dezember und hier dann dir sagt, ob du brav oder schlimm warst. Also die waren super aufmerksam. Ich bin auch gesessen in einem Stuhl. Ich konnte drinnen prinzipiell nichts filmen, weil ich natürlich die Kleinen nicht filmen wollte und dann ins Internet stellen. Das kann ich schwer bringen, liebe Leute. Aber ich kann es euch ja kurz beschreiben, wie es war. Ich habe auf einen Stuhl gesessen. Und die Kiddies sind dann nach der Reihe zu mir gekommen, ich habe die dann immer aufgerufen mit dem Namen. Das war super süß, die Kiddies haben das natürlich vollgas abgekauft und das war, teilweise haben die Kiddies auch geweint, weil sie so nervös waren und das war echt schön, war wirklich schön und kann ich nur empfehlen. Also, das war mal ein anderer Vlog von mir, ich hoffe auch schön. Mehr wird heute nicht passieren, ich werde noch ein bisschen arbeiten jetzt und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen am 7. Dezember zum nächsten Vlog-Sember-Vlog. Und stay tuned, macht es gut, abonnieren und sagt mir bitte, wie euch das gefällt, wenn ich mal Videos auf Deutsch mache, ob das besser ist, schlechter ist. Also, Leute, haut rein, wir sehen uns morgen und stay fresh.